Und wie war das? Wir müssen alle vier auf diesen A-Feldern stehen. Ja, wenn du dort X hast, ist es auch okay. Ja. Oh, das sind Night Demons auch. Vier. Das ist ja hübsch. So, da ziehen wir sofort eine Karte für dich. Machen die jetzt noch was? Ja, oder? Ja. Das wir haben Ach, quasi das Tor Scheiße. geöffnet. Sie bewegen sich aber nicht. Und das heißt, ihre Angriffe. Und sie cursen sich selber, Na, wenn nur wenn Sommer. sie. Nur wenn Ja. sie Na, Dings warte haben. mal. 35. Na, leider sind sie vor mir dran. Sonst hätte ich jetzt mit meinem Trank Sonne gemacht. Nur um ihn zu ärgern. Sie zu ärgern. Aber leider kommen sie vorher dran. Der Punkt ist nämlich, dass sie vier Curses reingeben würden. Ja, Ohne ja. Mühe. Ah! Warum kommen die vor mir dran? So ärgerlich. Schade. Ja, aber ich hebe mir meinen Trank noch auf, weil wenn es die Karte nochmal gibt und ich bin vor ihnen dran, dann setzt was. Dann setzt es Sonne. Special Rules haben wir schon vorgelesen. Okay. Die Falle, B-Trap macht 12 Schaden, gell? Wie viel Bärtrap. Schaden? Na, das ist eine Gift- und Schadensfalle in dem Fall. Wie viel Schaden macht die? 6. Und Gift. Und Gift, ja. Also es tut schon ordentlich weh. Okay, dann weiß ich schon, welche Karte ich wegschmeiß. Übrigens, es ist gut, dass wir jetzt schon die Tür geöffnet haben. Weil wir werden die Runden brauchen, um überhaupt durch die Night Demons durchzukommen. Ah, warte mal, übrigens, ja, die Tür ist jetzt offen, aber die Night Demons machen nicht. Atme, du bist noch dran. Ja. Naja, ich weiß, ich weiß, ich hätte das nicht vergessen. So, ich habe jetzt ein Move 4 und dann zwei mögliche Attack. Angriffe. Attack 6. Zum Beispiel. Ja, aber die bewegen sich hier nicht mehr. Aber einen Stun könnte ich auch machen. Für nächste Runde gleich. Das ist mir ehrlich gesagt lieber. Weil die loste ich nicht. Warte mal, Reichweite 3 geht sich das eh aus. 1, 2, 3, Die müssen wir 4. nicht besiegen, wir müssen nur an ihnen vorbei. Ja, aber die hauen so fest drauf. Habt ihr? Und Naja, aber wenn die wir Ballen in kommen auch nicht zwei so leicht Runden, durch. da wäre ja dann mein Jump 8 Ja, für nicht dich schlecht. schön. Gut, Aber ich meine, für ihr dich. seid alle Hier haben vor sie mir dran, Karte. ich komme ja ganz am Schluss erst. Also ich glaube, ich werde Folgendes machen. Denkt mal mit mir. Ich habe eine Bewegung 4, ich könnte hierher gehen und dann einen von diesen beiden hier mit einem Einserangriff stunnen für nächste Runde gleich. Das ist mir ehrlich Machen, gesagt ja. am liebsten. Die andere Alternative ist nochmal Bewegung 4 und ein 6er Angriff auf Reichweite 5 auf irgendjemanden und die Karte würde ich dann verlieren. Aber ehrlich gesagt, mir ist das dann lieber. Naja, runterklopfen müssen wir sie ja sowieso. Hartmann, Glaube nicht, dass wir die du besiegen wirst werden. nicht vorne stehen bleiben. Ich werde schauen, dass ich vor dich hier Na, du, nächste Runde ja. werden wir eh alle reingehen. Ist Ich jetzt meine nicht. Vermutung. Ja, du nicht. Nein, eben Ja, nicht. klar. Aber die beiden Tanks, die hinter mir stehen, hoffe ich doch, dass mich die nicht im Regen stehen lassen, wenn ich da jetzt reingehe. Außerdem, wie gesagt, wenn ich einen von den beiden hier stunne, die beiden hinteren, bin mir gar nicht so sicher, ob uns die erreichen. Was haben die für Bewegungsstandard? 5! Fünf, die sind ziemlich schnell. Na gut, andererseits, wenn ich hier stehe, kann mich nur einer erreichen. Ja, erstens das und wir können uns auch hier postieren. Ja. Ja, Dann nein, ich können sie gehe nicht durch. auf dieses Feld, das ist kein Problem. Ja, 1, aber 2, es 3, 4. stunne nicht schon wegrotzt. Ah, nein, ich stunne lieber. Na, ich glaube Okay, nicht, dass wir die wegtun strategische müssen. Frage. Okay, ich bin anderer Meinung als der René, aber das sollten wir wirklich uns überlegen, wie man das, ob wir an denen vorbei auf die Fluchtfelder und schnell bewegen oder ob wir sie wegräumen. Wir Ich meine, können uns überhaupt nicht so schnell wir müssen bewegen. nur am Schluss alle auf den Fluchtfeldern stehen. Also ich habe da ein bisschen Probleme, weil ich habe genau eine Jump-Möglichkeit und das sind meine Stiefel und wenn ich die verwendet habe in dem Raum hier, kann ich keine Long Rest mehr machen und die wiederkriegen. Ich kann da schwer über alle Fallen drüber springen Na, oder du alle musst dann Leiter. halt vielleicht durch eine Falle durchrennen. Schau mal, ganz kurz nur zur Erklärung, ja, das ist auch ein bisschen, man hat einen Gedanken, Hintergedanken gehabt, die sich so hinzustellen. Wenn du hier stehst, ja, und du bist alleine, ja, greifen dich vier von den Dingen Ja. schlechtestenfalls an. Das sind 20 Schaden, Die wenn du hauen mich Pech sofort hast. weg. Mich hauen die sowas von weg. Ja, Ja, also. das ist mir schon klar, aber erstens müssen wir halt gemeinsam reinrennen.
Ja, aber du kannst trotzdem, es kann keiner hier stehen. Das heißt, die müssen eigentlich weg, die Dinge. Also müssen zumindest zwei weg. Meiner Naja, Meinung ich nach. meine, wir können jede Ich Runde habe den eine einen oder Zwischenfrage. anderen stunnen, disarmen oder sonst was Ich habe eine machen. Zwischenfrage. Wer von euch, schaut mal eure verbliebenen Karten durch, kann pushen oder pullen? Warte mal, ich kann Hier. pushen. Ich kann auch pushen. Ich kann im Nahkampf pushen, ich kann sogar im Fernkampf Überlegt euch pushen. jetzt schon, ob ihr diese Karten so einsetzen könnt, dass ihr Night Demons auf Fallen bringt. Ja klar, aber dann sterben schnell, ne? Ja, Mal also dann. abgesehen davon, dass dann der Weg auch leichter wird für uns. Genau. Und ehrlich gesagt, ich würde die Entscheidung, ob man sie wegrotzen oder durchziehen, noch offen lassen. Ich würde jetzt auf langsam und gesammelt in den Raum reingehen und draufhauen machen und dann, wenn es sich am Ende ergibt, vielleicht auf einmal schnell durchhupfen. Aber das ist flexibel. Eine Falle auch ein Obstacle? Nein. Nein. Aber wir werden noch ein paar Obstacles kriegen jetzt die nächsten Runden. Ja, aber die interessieren uns nicht mehr. Die sind So, alle okay, tot. ich mache jetzt mal eine Long Rest, okay? René, kannst du Ich. eh jumpen nächste Runde? Ja, aber nein, nächste Runde kann ich nicht jumpen. Aber der Michi hat Achso, weil du gemeint, Long er Rest räumt das Ding weg. Du machst dann Long Rest nächste Runde, ne? Ja. Nein, diese Runde habe ich jetzt die Long Ah, Rest diese Runde. gemacht. Ja, Nächste okay. Runde hole ich mir meine Karten zurück. Gut, ich mache jetzt meinen Einser-Stun-Angriff. Diese Entscheidung ist gefallen. Und zwar auf den oberen, das ist Night Demon Nummer 5. Ich ziehe. Das wäre ein Patzer gewesen. Gut, ich meine, das ist jetzt ergebnislastig, aber gut, dass ich den 6er-Angriff nicht verwendet habe. So, das heißt, er ist trotzdem gestunt. Sind discarded. Den Stun muss ich ihm noch drauflegen. Rüber. Schaden hat er keinen genommen. Und damit sind alle fertig in der Runde. Eis und Dunkelheit verschwinden. Und die Decke stürzt ein. Und zwar zwei diesmal. Bei Vier, diesmal. zwei, ja. So, ich lege die jetzt alle absichtlich so schief drauf, nur um den anderen zu ärgern. Wer hat den noch gedreht? Du hast es verlangt. Du hast es verlangt. Wie kleine Kinder. Großbirnen. So, steigt auf. So. Es ist wurscht, die Höhle ist am Einstürzen, da braucht es nicht Ordnung machen. So. Man soll doch einen Platz immer ordentlicher verlassen, als man ihn betreten hat. Genau. Sagt der Party auch. Ich räume hier alles auf, was hier ist. Alles soll sterben. Gut, was nehmen wir denn? Ich kann jetzt leider nichts machen, außer näher hingehen. Ah, übrigens, René, sollte eher spät dran sein, gell? Ich bin so spät dran, wie es geht. Okay. Und ich habe sogar noch diese komischen Stiefel, dass ich noch später dran sein Achso, ja, könnte. passt, ja. Passt, perfekt. Passt, ja gut, deine Leben sind eh voll. Selbst wenn ich vor dir dran bin, gibt es eine Option für mich, dass ich was Sinnvolles mit der zweiten Karte mache. Deswegen habe ich extra die behalten. Kein Disarm. Ich nehme mal an, das soll ich eher behalten. Ja. Ich sag's euch jetzt schon, also ja, okay, wir können natürlich mit Jump drüber springen, aber das müssten wir timen so, dass zwei schon da landen am Ende, ja, und zwei vorne stehen, so dass nie einer komplett angegriffen wird. Oder halt disarm. Das ganze Manöver funktioniert bei dem, was derzeit da steht, bei mir nicht ansatzweise. Ja, eben, deswegen denke ich, wir müssen auf jeden Fall ein, zwei Stück von denen wegräumen. Es Wie wird gesagt, nicht. schaut's, dass es in Fallenschutz Also schaut's mal her. ausweicht. Ich kann zwei Angriffe einstecken
Und zwei Karten kann ich losten. Ich würde schon reinkommen. Ich sag mal so, die Runde, kein Stress, ich beschütze den Hartmann. Aber ich kassiere halt Schaden. Nein. Ich überlege gerade, ob du mich überhaupt beschützen musst. Schaut mal, was ihr an die vorderen beiden, vor allem den Nummer 2, der hier unten steht, weil der obere ist gestunt, diese Runde. Der obere ist gestunt. Der obere ist gestunt. Ja, ich werde ein Obstacle wegräumen, also mit Schaden ist bei mir gar nichts. Okay, dann, Leute, ich kann was machen. Was? Ich kann den zweiten disarmen. Das ist sehr gut, weil der ist als erster dran und der wird sich dann hierher bewegen. Oder wo wirst du ich werde bei ihm stehen. Warum ist der als erster? Achso, der, ja, aber wir wissen nicht, wann sie drankommen. Jetzt sind wir vor ihnen dran. Ja, nein, der Punkt ist nur der, so wie ich momentan stehe, erreicht mich nur einer. Und die anderen werden in Fallen reingehen. Werden sie das? Freiwillig. Gehen ja, sie freiwillig in Fallen? Wenn es der einzige Weg ist, um jemanden zu erreichen, dann ja. Und das heißt, der Dreier und der Sechser würden in diese Fallen hier reinsteigen. Ja, wenn sie so weit kommen. Wenn kein anderer vor mich hingeht. Also ich könnte hierher gehen und ich könnte den hier disarmen. Ja, aber dann hat einer von den beiden dieses Feld ja frei, um dich zu erreichen. Nein, er wird daher gehen. Achso, nein, du müsstest. Naja, wenn er 1, 2, 3, 4, 5. Wenn er es von der Dings, von der Geschwindigkeit 1, 2, 3, 4, 5. Sie haben grundsätzlich 5. Ja, stimmt. Das geht schon, also einer kann schon rundum dumm rennen. Aber natürlich der zweite nicht. Einstecken. Der andere steigt dann in die Falle. In diesem hier, um den Andi zu erreichen. Was auch okay ist. Aber du musst bedenken, Andi, auch wenn der das Amt und der hier gestunt ist, wird der hier geht, der hintere und der andere, der auf die Falle steigt und das dann überlebt, nein, der ist gestunt dann. Haha, es wird dich nur einer angreifen. Andi, das ist cool, gut, das gefällt mir. Wieso ist der dann auch gestunt? Weil das eine Stun-Trap. Nein, ist es Stun oder Poison? Nein, Poison. Achso, entschuldige, mein Fehler. Nein, dann wirst du von zwei angegriffen. Standard machen halt. Lass mich nachdenken. Ich meine, ich kann Karten losten. Na warte, es gibt noch eine Option, hypothetisch. Ich könnte stehen bleiben, wo ich bin und hier mein Battlebot hinbeschwören und dem auch noch Shield 1 geben, der hält dann zwei Angriffe aus und wird zweimal diese Runde angegriffen. Wir haben aber dann weniger Platz hier, zu stehen. Wir sollten reingehen, also ihr solltet langsam reingehen, weil wir haben nur noch zwei Runden und dann in zwei Runden kommen da die Steine runter. Also ganz ehrlich, aber wir müssen die Nahkämpfer müssen so schnell wie möglich vor. Ihr von hinten müsst draufhaken und zwei werden wir wegrotzen müssen, dass wir uns vorbewegen können. Und ich den weiß, Rest können wir dann überspringen. Andi, du gehst daher? Ja. Ich gehe daher übrigens. Okay. Ja, dann ist ja noch besser. Ja, und ich... Nicht nur das. Ich werde nicht nur hierher gehen, ich werde dieses Feld hier auch besetzen. Mit dem Battleport oder wie? Genau. René, du musst dein Deck mischen. Wieso? Du hast dann No-Damage-Karte gezogen. Nein, der Hartmann hat das gezogen. Hartmann hat beim falschen Deck gezogen. Oh, danke, Hartmann. Du hast beim falschen Deck gezogen, Hartmann. Nein, ich hab's bei mir gezogen und schon gemischt. Ja, aber warum liegt deine? Ich weiß es nicht. Warte, wir sollten es aber erkennen. Das ist Nummer 3. Du bist der Nummer 3 der Grüne. Das passt. Weil ich hatte bei mir einen Patzer liegen. Aber ich habe keinen Patzer bei mir liegen gehabt. Okay. Weil ich habe als letztes das minus 2 und plus 2 gezogen. Ah, Eagle Eye Goggles. Du hast irgendwann die Eagle Eye Goggles. Nein, ich habe minus 2 und plus 2 gezogen das letzte Mal. Ja, aber Deck 3 ist deine Karte. Ich habe den nicht gezogen. Okay, es kann sein. Nein, warte mal, Moment, stopp. Oh ja, Deck 3 ist eine. Ich glaube, hat man das beim falschen Stapel gezogen. Ich kann es nicht beschweren, also wenn es die einzige Möglichkeit ist, dann wird es wohl gewesen sein, aber ich glaube es nicht, weil ich habe mein Deck schon gemischt und das mache ich nur, wenn da eine Karte liegt, die mich mischen lässt. Ja, vielleicht hast du die gesehen und hast gedacht, du musst mischen und... Egal. Ist wurscht, ich mische meine Karten jetzt einfach und aus. Ja.
Ich bin voll. Andi, ich glaube, du hast deine Igel-Goggles. Ah nein, die hast du verwendet. Na oh ja, die hast du. Die habe ich verwendet. Doch, doch. Ja, die hast du verwendet. Für die Tür. Goggles, ja. Ja, stimmt. Richtig. Gut. Der Battlebot wird wahrscheinlich auch tanken. Denjenigen, der auf die Falle steigt, wird er betanken. So, wir okay. ziehen nochmal eine Karte für Night Demons. Wir decken mal unsere auf, würde ich sagen. Ja, auch okay. Mhm. 17. Oh, Angel, ist bei mir dran. Stalaktiten haben wir gemacht, gell? Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Oh ja, ja. Oh ja, haben wir. Ihr habt's, du hast nicht so viel. Wir haben zwei schon runterfallen lassen. Ja, ja, ja. Ja. Okay. 15. Ist bei mir dran, das macht alles kaputt. War ich klar. Nein, es macht nicht alles kaputt. Doch, recht. Oder? Naja, nicht ganz. Na, wieso? Also der Andi ist auf Nein? jeden Fall vor ihnen dran. Ja, und er kann dich decken dabei. Nein, aber meine Karten sind ein bisschen nutzlos. Das heißt nicht, dass mir jetzt fürchterlich geht, aber meine Karten, die ich ausgesucht habe, kann ich so jetzt nicht einsetzen. Na, wenigstens bin ich vorher dran. Haben wir nicht gesagt, den Battlebot brauchst du nicht beschweren? Nein, haben wir nicht gesagt. Dass es der nur im Weg rumsteht und im Feld blockiert? Nein, ich hatte einen Plan, wie er relativ gut stand oder wirklich was bringt und tankt. Aber also, ich trampel jetzt einmal, gell? 1, 2, 3, 4. Der obere ist gestunt, gell? Ja. Ja, passt. Ich bin jetzt mal getrampelt. Die ist gelostet und ich krieg zwei Erfahrungen. So. Und jetzt mache ich ein Attack 2 mit Disarm auf diesen da. Night Demon 2. Genau, auf den Zweier und hab Disadvantage, gell? Mhm. Ja. So ist es. Zwei Schaden. Hab ja, schon. Nicht Nummer 3, sondern Nummer 2. Ja, stimmt, ja. Und er ist disarmed. Jetzt sind die Night Demons dran. Ja, ich das merken wir uns aber, weil er ist drauf. Er ist schon dran. So, er bleibt stehen, wo er ist. Er will den Andi auch angreifen, aber das kann er nicht. Das Disarm ist weg. Und jetzt erleidet der Andi einen Schaden. Wieso kriege ich einen Schaden? Weil es auf seiner Karte draufsteht. Ja. Okay. Er macht einen auf Crackhard. So, jetzt ist Nummer 3 dran. Der hat sowohl zu mir als auch zum Andi 5 Felder. Nämlich 1, 2, warte mal. Na, 2. Ja, daher kommt er. Hier. Und er geht daher, greift den Andi an. Hast du nicht gesagt, du beschützt mich? Wenn ich vor ihnen dran bin, ja. Das Wenn hast du aber vorher nicht gesagt. Hey, ich habe 17 Initiative, ich habe ja, nicht gerechnet. Was hast du erwartet? Ich meine, wenn sie vor ihm dran sind, wie soll er dich dann beschützen? Warum bist du gesagt, schon so früh dran? Wenn du nach ihnen dran gewesen wärst, hätte er dich auch beschützt. Weil dann hätten sie ihn angegriffen. Okay, Angriff 4, ich ziehe. 3. Weil er macht noch einen Schaden. Also 4 im Schaden. Ja, die stecke ich ein. Atmen, du bekommst auch einen Schaden. Andi, du hast da noch seit Ewigkeiten deine Rüstung ausgeben, oder jetzt? Jetzt. Das heißt, ich krieg nur 3 Schaden. Ja, und ich kriege einen Schaden. Hey, Moment, ich habe eine Long Rest gemacht, gell? Haha, mein Chainmail ist wieder da. War das komplett aufgebraucht? Was, Jamie? Ja, ja, ja. Der war getappt, ja. Okay. Gut, das war Nummer 3. Jetzt ist dran Nummer 5. Der ist stunned und verliert seinen Stun. Das war sein Zug. Und jetzt ist Nummer 6 dran. Nummer 6 kommt zum Andi nicht hin und zu mir auch nicht. Und das heißt, als nächstes gehen sie jetzt in Fallen, um ihr zu erreichen. Nur mit 1, 2, 3, 4, 5, aber ein Andi mit 3, also ist der Andi der Fokus. Der Night Demon 6 geht auf diese Falle und löst sie aus. Die Falle hier ist weg. Er nimmt 6 Schaden und kriegt Poison.
6 geht runter auf 9. Ich lege meinen Poison hin. Und jetzt greift er auf Pferden an, der an. Ja, soll es eigentlich nicht. Ist ein Angriff 4 wieder, ich ziehe. Ja, wer hat denn einen Fluch eingegeben? Ich. Das ist noch vom davor. Ich hab einmal Licht gemacht und es sind zwei Fluchkarten deswegen drinnen. Ja. Ja gut, Andi freut sich. Okay. Das ist ja cool. Ja, da bist du mit Blau. Aber trotzdem kriegt der Adi einen Schaden. Ja, einen Schaden kriegst du trotzdem. Den kann ich aber auch mit meinem Dings nehmen, oder? Ja, mit richtig. Halt Armor. Ja. Ja. Nein, nein, kann er nicht. Nur gegen Attacks ist der Armor. Ja, stimmt, das ja. Macht eigentlich nichts. So. Es gibt kein Element, also machen die keine Dunkelheit. Und jetzt bin ich dran und jetzt kann ich umplanen. Jetzt muss ich den blöden Obstacle wegräumen. Wird darin bestehen, dass ich eine Andi heile, fürchtig. Sag mal, kannst du Wind machen wieder? Ich? Weil, schau mal, für meine Streitaxt finde ich perfekt. Und ich kann einen Sechserangriff machen. Die Streitaxt kannst du ohne Wind verwenden. Ja. Nein, nein, aber... warte mal, wie ist es? Es wären zwei Angriffe, die dann plus zwei kriegen, das ist schon super. Achso, stimmt, das ist Stormblitz. Ja, stimmt. Nein, 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 nein. Oh ja, sicher kann er beide verwenden. Ja, er kann es wirklich. Nein. Erstens das, nein. Und ich habe einen sehr... Single Attack ist Stormblade nur, das würde sonst keinen Sinn machen. Du kannst es nicht bei AOE machen. Nein, liest einmal, warte mal, die Battle Axe liest durch. During your single target melee attack action, turn the attack into following. Ja, ja. Du kannst zuerst das Stormblade verwenden, dann die Axt. Ja, aber die Stormblade ist eine Single Attack. Ja, dann hat es nur auf einen. Du kannst Stormblade-Bonus nur auf einen Ziel verwenden. Nein, das macht einen Unterschied, ob ich meine Potion einsetze, damit er auf einen Angriff plus 2 hat. Wenn er zweimal plus 2 PK hat, würde ich sofort einsetzen. Bei einmal plus 2 überlege ich es mir. Ah, du, es ist so, ich habe noch einen ziemlich sehr starken Angriff in der Hand. Und der ist dann einfach einmal plus 2. Ja, und aber einmal... du hast Disadvantage, Andi. Das ja. heißt, ein ziemlich Andi, starker nein, Angriff kann trotzdem nicht. Ein Nuller sein. Ja, halt, halt, warte. Ich habe zwar, aber ich habe meine Eagle-Eye-Goddess. Dann hast du einen normalen Angriff. Der ja, Punkt ist nur der. Möchte mir den Trank aufheben, dass ich Licht erzeugen kann, wenn der Curses bei den Monstern verursacht. Gut. Das würde uns sehr helfen. Ja, mach's. Heißt nicht unbedingt, dass das kommen muss, aber ich glaube, von Kosten-Nutzen her ist das der beste Anwendungsbereich. Okay. Ich werde nicht viel machen in diesem Zug. Ich könnte von da wegziehen, wo ich bin, und wieder nach hinten gehen. Aber eigentlich, auf ein anderes B-Feld. Michi, wie schaut's denn aus? Soll ich da stehen bleiben, wo ich bin? Warte, ganz kurz, bevor wir jetzt weiter. Ich habe eine Frage. Ich lege jetzt kurz eine Karte hin. Wenn ich das da kombinieren würde mit Massive Boulder, die obere Attacke. Warte mal, du, die Attacke. Hab's unterm Spielfeld. Unterm Spielfeld habe ich sie auslegen. Great Attacke. Das ist jetzt wichtig. Ich sehe nicht, wo du sie hast. Unter dem Spielfeld, unter der Karte. Ja, ich sehe schon, ja. Ja? Die hast du auf der Hand jetzt noch, gell? Ja, ich hab's auf der Hand. Wenn ich Creator verwenden würde und Massive Folder, würde der Push dann für alle Betroffenen gelten oder nur für einen? Wenn ich Naturmagie verbrauche. Na, pass auf. Massive Folder macht einen Area Attack draus. Naja, beim Massive Boulder, all allies and enemies adjacent to the target suffer one damage. In Wirklichkeit nein, machst du keinen... Warte, Entschuldige, nein, Entschuldige, Volatile Bomb, Entschuldige. Ah, die Volatile Bomb, ja. Volatile Bomb mit Massive Crater, dass du alle schiebst, meinst du? Ja, genau. Das ist eine interessante Frage und ich habe keine Ahnung. Naja, wieso nicht? Ob ich den Naturmagie nur einmal verwenden kann, weil ich verwende nein, sie dann mit du der Attacke kannst sie für anders, alles verwenden, ne? Weil die Dings verwenden sie auch für alle. Na, aber bei den Monstern ist das eigene Sache. Bei den Monstern ist da eigene Regel dafür oder Sinn, dass die Frequently Asked Questions ausdrücklich vor. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Na, es wird für es wäre nämlich insofern wichtig, dass einer nächste Runde vor mir dann zum Beispiel Naturmagie erzeugt, weil dann könnte ich theoretisch vielleicht zwei Fallen schieben. Oder drei, vielleicht sogar. Na, zwei. Zwei sind's. Ich tu gerade googeln. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, da gibt es ein paar Sachen. Auf jeden Fall, Leute, müsst ihr mir dann jetzt helfen. Aber Michi, macht das, spielt das eine Rolle dafür, ob ich da jetzt Na, bin ich nicht okay, mehr nein, passt dran? schon. Ich habe mir Ich gedacht, schau. vielleicht, weil einer Magie Ja, erzeugen könnte, die ich schau. Runde noch. Ach so, dass ich jetzt Oder Erdenergie halt. erzeuge. Du, Beispiel. wenn, dann erzeuge ich jetzt Erdenergie für dich, wenn das so wäre. Okay, du liest einmal nach und der andere macht aber seinen Ja, nein, ich Zug. bin noch bei meinem Zug. Soll ich da stehen bleiben, wo ich bin, oder auf ein anderes B-Feld ziehen? Michi, René, macht das für jemanden von euch einen Unterschied? Nö. Warte, na, sag nicht nö. Also Für zumindest für René mich ist nö. nicht. Ich habe für mich geantwortet, nicht für dich. Ja. Naja. Ja, macht einen Riesenunterschied. Weil ich könnte dann schon dastehen. Wobei, ich wäre nur zum Tanken. Nur, dass du auf jeden Fall nächste Runde keine draufkaut kriegst. Ehrlich gesagt, ja, Ich könnte. könnte sonst nur hier stehen bleiben, die Runde. Okay, dann gehe ich wirklich hier runter. Das heißt, ich nutze, schaut mal, wo sind meine Karten? Hier. Ich nutze die untere Hälfte von Dangerous Contraption, um mich um eins zu bewegen. Und dann werde ich mit Restorative Mist auf dem Andiff dich um 5 heilen, Andiff. Ist das okay? Ja, das ist ja okay. Damit verwende ich die letzte. Das letzte Potent Potables, das ich noch hatte, eine Erfahrung. Und Andi, du nimmst dir die Leben und ich bin fertig mit meinem Zug. Okay. Michi, bevor du deinen Zug machst, So, 1, ihr macht's 2, weiter, weil ich tue inzwischen 4, googeln. 5. Du könntest statt dem Boulder wegzuräumen, könntest du natürlich auch über zwei drüber springen und sie Das sagst mir immobilisen. jetzt. Das sagst mir jetzt. Da hätte ich ganz was anderes hingelegt. Na, Naja, das. weißt du, Na. ich kann nächste Runde kann ich einen Achter-Jump spielen, um dort noch rauszukommen. Nein. Also Achter-Jump könnte spielen. Ja, aber der ist dann verschwendet, weil so Der könntest ist schauen, dass du eh dann nach hinten kommst. weg, ja, aber ich wäre dann irgendwo Nein. mitten im Raum. Ich hätte da kein Problem, ja, weil mit dem Immobilize. Weiß Du hast jetzt eine Du Banane, könntest also dann nämlich, du du holst könntest dir ja jetzt nämlich alle auch noch. Karten zurück. Ich hole mir jetzt alle meine Karten zurück. Und wenn du quasi daher springst, das könntest du mit dem, oder? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, du könntest bis daher, würdest du zwei immobilisen, könntest dann noch den angreifen mit dem Angriff und alle. Drei daneben kriegen auch noch einen Schaden ab. Mit dem zweiten Und Angriff, den du hast. Freundet und befreundet. Ja, aber Mit dem Unbefreundeten Massive kriegen auch noch Boulder. einen Schaden. Was? Ja, aber der Andi, Naja, der okay, der René, ja, andere Andi kriegt auch bekommt auch noch einen Schaden. einen Schaden. Ja, einen Schaden kann ich ja einstecken. Ja, es ist nur ein Schaden. Ja, ja, ne, ich hätte ganz was anderes gespielt Ich dann, meine, aber ja, okay, das passt. wäre Ich eine habe. Möglichkeit, die du jetzt machen kannst. Ich meine, es stört mich nicht, wenn du das so machst, weil dann gehe ich zwei Felder darüber. Aber wenn du es nicht machst, dann bleibe ich da stehen, loote das, ist mir auch recht, weil dann Du kriege ich kannst nämlich nicht wieder. zwei, du kannst nicht zwei Felder rübergehen, weil ich bin nach dir dran. Du bist Ah nein, ich bin vor dir nicht dran. nach mir dran. Ich bin vor dir dran, Du bist jetzt dran, um genau zu sein. Deswegen sage ich ja. Ja, das aber jetzt ich würde. auch. Moment, ganz kurz, ich würde nächste Runde würde ich von allen drei Schaden bekommen. Ne? Das könnte mich unter Umständen umbringen. Naja, wenn du da stehst, stimmt das nicht. Da würdest du Wenn und ich der da Andi sich stehe. das teilen, ja? Nein, wenn ich ja Weil früher der An. Initiative habe, greife mich an. Ja. Aber wenn du eine Lass es, frühere lass es. Ich. Initiative Nein. hast, kannst du angreifen und wegziehen.
ich zeig dir was, wenn ich hier stehe, ja, und die kommen vor uns dran, ja, dann kann es sein, dass der Night Demon 5 hier in die Falle reinläuft. Ja. Das könnte passieren, das stimmt, ja. Ich räume jetzt diesen Obstacle da weg. Warte mal. Warte, welches? Den da, wo die Münze drauf liegt. Ja. Das ist kein Single. Das ist kein Single. Sonst ist es ja wurscht. Achso, nein, es war ein Doppelter. Ja, es ist ein Doppelter. Das ist ja wurscht. So, nein, ja, ich kann das weg. Nein. Draw and one at one obstacle. Ich, ja. Normalerweise zerstören wir das Single Field Obstacles, aber. Nein, passt, ja. Nein, in dem Fall weg. Vom einer Erfahrung. Und ich verwende meinen Move, um hier hinzukommen. So, und fix, das war's. So. Das kann ich machen. Ja, passt. Ich bin durch. Schlag worden wegen Range und Push. Ich habe einen Thread gefunden, der sagt, es geht wahrscheinlich, aber wir sind nicht ganz sicher. Deswegen. Also ich hätte auch gesagt, das geht wahrscheinlich. Das weil es macht die Karte, du Magie ist, ändert sich die Karte oft. Und dann was anderes sich noch ändern. Also machen wir es jetzt so oder nicht? Nein, ich das ist wichtig. Sind wir schon soweit? Ja. Ich also noch eine ich wäre jetzt noch dran dann. Ich überlege mir gerade, wie ich den Zug am besten mache. Also wo ich mich hinbewege. Da kann ich mich nicht hinbewegen. Ich überlege gerade, ob ich mich einfach nur bis zur Coin bewege, weil ich gierig bin. Nächste Runde ist die 9. Also jetzt ist die 9. Runde, oder? Das heißt, nächste Runde kommt da noch nichts runter. Nein, nächste Runde, am Ende der nächsten Runde, warte mal, ist einfach nur Ende der Teil Runde verschwindet da weg. Der ganze Raum hier. Genau, der ganze Raum verschwindet. Ah ja, die 7er würden jetzt noch runterfallen, was egal ist. Jetzt am Ende der Runde kommen die 7er, ja? Ja, gut, aber die brauchst nicht hinlegen. Merkt man es jetzt. Okay. Warte, da ist spezifisch diese Frage. Gut, glaub, ja, dann gehe ich tatsächlich nur auf den Dings, auf die Münze. Kannst du nachher noch Schadrums machen, die Runde drauf. Mit meinem, mit der unteren Hälfte von, mit der unteren Hälfte von Coldfire. Kann ich die, kann ich die Karte losten? Wenn ich möchte? So, warte mal, ich bin da, welche Karte? Die Coldfire. Du meinst leer looten? Nein, er geht nicht ein looten. Feld. Nein, du lost. Wenn nein, ich einfach nein, nur bewege. Lost, nein. Ja, dann ist sie ganz normal hier, da. Hat man übrigens, schau mal, du hast den Crankbow sogar zum Spell gelegt, gell? Möchte ich das sagen? Okay, das ist ein eindeutiges Zeichen, ja. Ja, und das. Okay. Michi. Ich habe jetzt noch ein Thread gefunden im Forum, auch keine definitive Antwort, aber da wird genauso argumentiert, wie du es tust, und das macht auch Sinn. Es ist ein Single-Target-Attack, auf den werden alle Effekte ausgeführt und dann wird durch die Volatile Bomb dasselbe mit allen Effekten auf zwei andere Ziele ausgeführt. Also ja. Gut, dann erzeug mal eine. Okay. Das heißt, ich mache Dann mache ich tatsächlich Folgendes. Mein Trank ist verbraucht. Ich nutze sie als Loot, die Karte. Und bewege mich gar nicht. Nicht, weil ich so gierig bin, sondern weil ich die Karte losten will. Du willst den Lost. Du willst sie direkt auf die Hand kriegen. Genau, dann kriege ich sie nämlich direkt auf die Hand. Ja. Und die Karte, nämlich die Frost Armor, loste ich auch. Du hast wirklich alle 7 Karten auf Lost beigebracht. Ja, ich habe das bis jetzt außer beim letzten Spiel immer so gemacht. Der René weiß, wie man Spell überspielt. Weil ansonsten komme ich nicht klar mit den Karten. Leg auf den Tisch und drück 7, René. Drück einfach die Zahl. Dann nimmst du es automatisch auf dir. 6, genau. Ah,
Können wir noch einmal kurz. Ganz kurz, sollte ich eher später dran sein oder früher? Wenn ich früher dran bin. Du, René, du weißt, dass du im nächsten Zug unbedingt in den nächsten Raum musst. Ja. Und ich schaue gerade, ich verschwinde die Tür auch, ich fürchte mich ja. Nein, die Tür verschwindet nicht, weil sonst würden ja dort keine Boulders entstehen in der 11. Runde. Na, warte, ich schaue den Text, ich bilde mir den Ja, das ist wichtig. Im Text ja. steht auf 1, nämlich dort, wo die Tür war, und auf den 3B-Feldern entsteht ein Boulder nach der Runde 11. Ah, ja. Deswegen habe ich auch gefragt vorhin, ob ich nächste Runde schon weg sein muss von dort. Ja, richtig. Aber wenn es nach mir geht, bin ich sowieso auf einem B-Feld. Nächste Runde.